Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Village. Wir sind wieder in meiner Burg und das langsam, ja, sie nimmt echt Form an. Also es ist bald, ich glaube bald ist es geschafft hier tatsächlich. Ich möchte jetzt gerne noch hier den letzten Teil hier, das letzte Außengebäude hier fertigstellen. Und zwar indem ich hier dieses Gebäude hier einfach mal hochziehe. Gucken wir mal. Das soll ja dieses kleine Bauernhaus sein. In dem dann die Bauern, die hier die ganze Geschichte bewirtschaften, leben soll. Auch für die muss natürlich gesorgt sein. Sonst wäre das schon recht schön, wenn ich hier als Lehensherr meine Untertanen in so einem Dreckloch wohnen lassen würde. Das wäre nicht gut. Deshalb haben wir hier jetzt unser wunderbares Bauernhaus. Das braucht natürlich auch ein Dach, von dem ich allerdings gerade zu wenig habe. Also, wir brauchen mehr Stufen. 42 sollte sein. Ha, Hootie joins the game. Hallo, Hootie. Na, hallo. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mal hier auf Aufnahme stellen, jetzt wo einer da ist. Dann sieht man auch, ha, André, der nimmt auf. Juhu. Okay, ich brauche ein wunderbares Gerüst, um hier meine Mauer, mein Ding setzen zu können. Das Gerüst sollte hier noch irgendwie näher ran, dass ich auch rankomme. So. Nee, damit wollte ich das nicht bauen. Ich wollte gerne hier mit bauen. Genau so hätte ich das gerne. Okay. Da dann weiter. So nicht. So nicht, mein Freund. So war das nicht gedacht. So haben wir nicht gewettet. Okay. So, genau. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Oh, zwei. Komm, was soll der Geiz? Okay. Nein, so nicht. Das klappt ja gut hier. Das klappt ja ganz gut. Vielleicht sollte ich doch hier mal Erde setzen, damit ich da mal näher rankomme. Nein. Nein, habe ich gesagt. Okay, anscheinend muss ich jedoch zu härteren Mitteln greifen und das so machen. Okay. Ja, kann man so machen. Hier nochmal mit Holz dann die nächste Ebene begonnen. Und hier dann hochgebaut. Damit ich hier auch weiter bauen kann. Okay, einmal da und einmal da. Und dann hier anschließend. So. Gleich auf der anderen Seite. Okay. Und der Teil da innen drin, ja, der ist gerade noch ein bisschen blöd. Da muss ich dann mal schauen. Oh, was habe ich dann runtergeworfen? So. Dann kommt nämlich hier und hier das Dach. Beziehungsweise kann ich auch flach machen. Das sieht doch blöd aus sonst. Genau, hier kommen jetzt wunderbare Slabs rein. Sonst ist das noch so hoch, das taugt nicht. Das taugt nicht. So, hier kommen noch die Slabs drunter, damit das da auch vernünftig aussieht. So, okay. Das wäre dann das Häuschen. Ach, Hootie ist schon wieder weg. Ciao. Hat er überhaupt Tschüss gesagt? Ne, hat nur Hey gesagt und ist dann wieder weg. Na gut, kann man machen, muss man aber nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. So, das hätten wir. Auf der anderen Seite kann ich die blöden Gerüste auch mal wegnehmen. Also irgendwie sieht das hier noch nicht so schön aus, ne? Vor allem hier so. Sieht ziemlich blöd aus. Ja, es fehlt irgendwie so ein bisschen der Überstand, oder sehe ich das falsch? Ich meine, das ist ja ein Bauernhaus. Das muss ja nicht so gut aussehen, aber wäre schon doch schon schön, wenn da doch ein bisschen. So ein bisschen Ästhetik dabei wäre. Da muss ich nochmal überlegen. Eventuell, dass ich hier den noch eine Reihe drunter setze. Habe ich da noch Stufen? Ja, habe ich noch. Ich könnte hier auch noch. Na, machen wir mal hier. Wenn ich hier noch eine Reihe drunter setze, wie sieht das dann aus? Mal ein bisschen besser. Es ist besser als nix. So. Natürlich hier dann wieder Fackeln setzen.
Ja. Da vielleicht noch so eine kleine Fackel, denn hier drin sind genug Fackeln. Bei dem Boden hier sollte ich auch mal langsam. Lasst mich raus! Den Boden hier sollte ich auch mal setzen. Aber das sieht irgendwie echt nicht so schön aus, das Haus. Das hat irgendwie nichts. Ne, so nicht. Vor allem ragt das dann hier. Das geht so nicht. Das ragt hier in den Weg rein. Ach, so ein Mist aber auch. Das sieht so blöd aus. Aber ändern kann ich. Ich lasse es erstmal so. Vielleicht habe ich da irgendwann nochmal eine Geistesidee und einen Geistesblitz und dann werde ich das Offscreen nochmal umbauen. Aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. So. Das hätten wir. Boink. Hier hin. Dann hier hin. Hoppala. Das war jetzt nix. Okay. Da und hier nochmal weg. Das hier. So. Das hier rein. Okay, was brauchen denn meine lieben Bewohner hier? Sie bräuchten auf jeden Fall vielleicht mal so ein paar Betten. Ich glaube, da würden sie sich freuen, wenn sie ein paar Betten hätten. Deshalb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, nochmal 12. Ach komm, ich nehme den ganzen Stack mit, ist ja egal. So, ich brauche Betten. Auf jeden Fall erst schon mal zwei für die Bauer, für den Bauern, für den Bauern und für seine Frau. So, zwei Betten. Wunderbar. Gehen wir rein hier. So, hier. Eins, zwei Betten. Perfekt. Nummer 1 und Nummer 2. Hoppala, Nummer 2. Kriegen sie noch ein Nachtschränkchen hier mit Nachtlaterne. Und sie sind natürlich bescheidene Leute, meine lieben Bauern. Deshalb geben sie sich damit mit einem Einzimmer-Apartment hier ab. Und was braucht ein Zimmer-Apartment? Natürlich auch eine kleine Sitzecke, wo man dann sitzen kann mit einem Tisch dazu. Wie sich das nun einmal gehört, hier. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich wollte mir gerne nochmal eine Druckplatte machen. Sofern ich denn noch Holz hätte, aber ich habe kein Holz mehr. Jetzt habe ich wieder Holz. Ha, Holzdruckplatte, guten Tag. Kommt da oben drauf. Und komm, dann gibt es noch einen Ofen dazu. Was müssen sie auch warm haben hier. Meine Untertanen sollen nicht frieren müssen. Ich habe keinen Bruchstein mehr, weil ich den Bruchstein hingeschmissen. Ach, da habe ich hier unten gelassen. Oh, ich Idiot. Na gut, laufen wir da mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Schmeiß doch weg, ist mir egal. Hab genug davon. So, auch Bauer und Bäuerin brauchen hier einen Ofen. So, und natürlich muss auch jedem, der hier kommt, klar sein, wer da wohnt. Kann nicht sein, dass hier irgendeiner auf einmal hier hinkommt und das annektiert. Deshalb, Bauer und Bäuerin wohnen hier. Fertig, hier wohnen Bauer und Bäuerin. Da wohnt der Torwächter. Den hier werde ich jetzt mal hier ein bisschen an die Seite stellen. Der kommt einfach mal dahin. Gut, man kommt hier rein in mein wunderbares Domizil, kann hier hingehen, kann hier nach oben klettern, sich das Ganze mal von oben ansehen. Hier zum Beispiel unsere Gefechtsstation. Ja, läuft doch. Was vielleicht noch fehlt, was meinen Mitbewohnern fehlt, was meinen Leuten hier vielleicht nochmal fehlt, ist ein paar Rüstungsständer. Wollen wir da mal gucken, ob wir da nicht nochmal, wie geht denn die Rüstungsständer? Irgendwie so mit Sticks ging das doch, oder? Oder einfach nur mit einem Stick drauf. Oder ein so ein Ding. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Rüstungsständer geht. So vielleicht. Oder so vielleicht. Okay, ich muss dringend mal nachgucken, wie die Rüstungsständer geht. Das ist... werde ich wahrscheinlich wieder vergessen, aber egal. Also, wir haben hier jetzt das Dorf, die Burg soweit fertig.
Und ja, was machen wir denn jetzt hier noch mit dem angebrochenen Dach hier? Ich brauche noch mal eine Tür mehr. Dafür brauche ich noch einmal Holz mehr. Beziehungsweise natürlich werde ich dann natürlich gleich wieder ein paar mehr Türen machen. Denn auch unser Turm hier braucht noch eine Tür und einen Boden hat das Ding auch noch nicht. Und so ist es blöd. Das war jetzt. Nee, so ist das nicht richtig. Du musst raus, du musst raus. Hier muss erstmal ein Boden rein. Der Boden, der soll allerdings wieder auf die Ebene. Deswegen habe ich hier das hier eigentlich falsch gesetzt. Ja, das habe ich falsch gesetzt. Ich habe ja noch jede Menge Slabs da. Das sind Fichtenholz-Slabs. Ich wollte hier aber Eichenholzstufen reinbauen. So eigentlich, oder? Das ist auch Eiche. Ja, machen wir hier nochmal den Boden rein. Der Boden. Hier. Und so. 63, damit kann man noch arbeiten. Damit sollten wir den Boden hier reinkriegen. Können wir hier noch schön nachher die Tür noch reinsetzen. Passt. So, du kommst da weg. Die Fackeln muss ich nochmal neu setzen. Im Anschluss hier. Was natürlich blöd ist, weil hier drin kann natürlich was spawnen. Obwohl dann Tag hell ist, kann hier drin natürlich was spawnen. Aber draußen ist auch gerade Nacht und ich baue hier wieder all den Scheiß zusammen. Ist egal. Stört ja keinen. So, aber wenigstens habe ich hier drunter den blöden Schnee nicht mehr, der mir eh schon auf den Keks geht. Ach, komm schon. Ja, ich weiß, ihr mögt es, falsch gesetzt zu werden. Gerade die Slabs mögen das unglaublich gerne. Ist natürlich auch schon spät jetzt gerade. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, jetzt habe ich zu wenig. Du noch weg. Du weg. Muss ich gleich noch mehr machen? Gibt's ja nicht hier. Ich brauche mehr Holz. Und die Türen kann ich setzen. Hey, Türen 1, Tür 2. Super, kann ich auch über den Turm rein. Ist der Turm auch mal zu. Okay, mehr Holz braucht das Land. Hier bitte einmal Bretter und dann daraus bitte einmal Slabs ohne Ende, die kein Mensch in diesem Leben mehr braucht. Egal. Wir werden das überleben, denke ich. So, hier nochmal einmal einen kompletten Boden rein. Come on, Boden! Komm schon! Ja, dann fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen hier in der Burg. Das sind einmal die Königsgemächer, die hier Innenausstattung brauchen. Und natürlich auch der Thron, der Thronsaal, den ihr dort vorne seht. Und die Schatzkammer, die brauchen wir auch noch. Die Schatzkammer, die soll hier entstehen. Oh, hier kann ich noch eine Tür setzen. Aber es ist ja blöd, wenn das hier immer so offen ist. Okay. Von hier aus sieht es gar nicht so schlecht aus. Hier wächst alles fleißig. Ich kann immer das Tor zumachen, damit da keine Hasen reinhoppeln und mir das wegessen oder Pferde reinlaufen und das wegessen. Wäre ja blöd. Ja, die Schatzkammer meiner Burg, die will auch noch gefüllt werden. Die werde ich dann hier quasi aufbauen, in die Höhe. Hier auf dieses freie Areal kommt die Schatzkammer. Und hier oben, ja, ist halt jetzt eigentlich nur ein Aussichtspunkt hier. So. Jawohl. Sieht schon interessant aus hier, ne? Wuhu! Flatsch. Hör die Federfallsachen nicht an? Keine Ahnung. Jawohl, Incitatus, ich weiß, du willst ausgeritten werden, aber jetzt gerade geht das nicht. Also, das Ding hier steht soweit. Da fehlt nur noch die Schatzkammer. Und vielleicht noch die eine oder andere Druckplatte hier. Ich habe natürlich. Doch, ich habe noch welche. Okay, Holzdruckplatte. Aber ich brauche mehr. Machen wir noch mal ein paar Druckplatten. Die brauche ich mit Sicherheit hier. Da. Super. Da wäre eine. Dann hätte ich hier gerne noch eine Druckplatte. Wenn ich hier schon reinlaufe, dass ich dann da kein Problem kriege. Und da auch. Okay. Druckplatten sind erledigt. Tock. Hier noch mal hin. Kann ich hier auch noch mal ein paar Druckplatten setzen.
Ist schon wieder auf mit Druckplatten. Das war's schon wieder. Heißt, ich brauche mehr. Gib mir mehr Druckplatten. So. Holzdruckplatten, perfekt. Die kommen dahin. Weil hier Steindruckplatten eindeutig stylischer werden. Ne? Egal. Wir haben jetzt gerade nichts anderes. Also, hier der Thronsaal. Da brauche ich natürlich einen geeigneten Thron für mich und mein Burgfräulein. Die noch nicht feststehen. Ich habe zwar schon jemanden gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich gemacht habe. Aber so ganz war das noch nicht offiziell. Ist das noch nicht offiziell, wer mein Burgfräulein wird? Meine Königin quasi. Ach, hier unten die Küche muss ich auch nochmal vernünftig aufbauen. Unsere kleine Küche. Also hier, da ist noch Innenausbau zu tun. Und hier. Der Turm, der soll eigentlich so bleiben. Hier wird nichts mehr groß passieren. Aber hier kann ich nochmal eine Druckplatte hinsetzen. Pock. Also der Turm hier, der bleibt so wie er ist. Das ist ein reiner Abwehrturm. Damit ich hier von hier aus schauen kann, ob jemand mich angreift. Uppala. So, hier unten dann auch nochmal die Abwehrgeschichte. Und hier, wie ihr sehen könnt, soll dann später die Burg, die Stadtmauer verlaufen. Also meine Burg ist quasi Teil der Stadtmauer. Das kann ich euch vielleicht auch mal zeigen. Ich hüpfe hier mal kurz runter. Flop. Die Stadtmauer. Die kann ich euch noch mal kurz zeigen, wo die lang verlaufen wird. Meine Burg bildet dann quasi, ist dann quasi Teil der Stadtmauer, der Stadtbefestigungen. Wenn man hier schaut, seht ihr dort, wie die Stadtmauer ankommt. Und hier wandert sie dann quasi rein und geht hier in meinen Burgaufgang. Jawohl. Dann haben wir bald eine Burg stehen. Ich finde das geil. Ja, oh, die Burg steht ja quasi schon. Ne? Ja, hier Torwächterhaus und Bäuerinhaus. Traumhaft hier. Einfach nur traumhaft. Gut. Wollen wir mal reingucken in die Geschichte. Was haben wir eigentlich verbaut an Baustoffen? Ist das hier zu... Was für ein Zeug ist das hier? Das ist normal... Normale Eiche, das ist ja praktisch, dass ich hier normale Eiche verbaut habe. Da werde ich mir ein paar Eichenholzbretter craften, wenn ich hier Türen so zieht. Komm, dann packe ich hier nochmal die Hälfte hier rein und mache sie zu Brettern. Um hier die Gemächer quasi abzutrennen. Beziehungsweise könnte ich die auch mit weißer Wolle machen. Um hier diesen Dingscharakter, den, wie soll ich das sagen, den Fachwerkcharakter hier weiterzuführen. Das werde ich auch mal machen. Es gibt jetzt Fachwerk-Innenwände. Ja, das ist der neueste Trend im Village. Fachwerk-Innenwände, das ist jetzt gerade absoluter Trend. Dem werde ich mich beugen. Werde ich hier nochmal die... Wenn ich hier etwas versetze. Okay, hier dann der Eingang in die Gemächer mit einer Tür. Uah, ich bin in den Gemächern des Königs. Und hier die Gemächer des Knappen des und des Burgfräulein. Nee, Burgfräulein ist natürlich bei mir. Ach, ist egal, das kriegen wir schon. Ne? So, das machen wir alles dicht und dann kommt hier die wunderbare weiße Wolle rein. Hier auch. Und da ebenfalls, da vielleicht nicht, aber jetzt ist sie da, so. Und dann werde ich die hier auch nochmal setzen, die gute weiße Wolle. Baustoff von Generationen in Minecraft, die weiße Wolle. So, okay. Da vielleicht nochmal einen Holzblock, um zu zeigen, hey, hier... Hier ist eine wenig Struktur drin. Nicht, dass es dann heißt, ja, Andrina, da hast du aber kein Tragwerk. Ja doch, das ist dieser wunderbare Block ist da das Tragwerk. Und jetzt habe ich hier zu wenig Eichenholz, oder? Ja, ich habe hier zu wenig Eichenholz. Nein. Wieso habe ich die Bretter gebaut? Die braucht doch keiner. Da müssen wir jetzt mal zurückgehen. Über unseren Burghof hier. Den wir übrigens noch bepflanzen können, habe ich noch... Ja, ich habe noch Knochenmehl. Da können wir hier noch mal ein paar
Blümchen pflanzen. So. Hier vielleicht nochmal. Und hier vorne auch noch einmal. Ne, da oder da. Hier, diese Seite kriegt noch ein paar Blümchen. Perfekt. Jetzt ist sie auch nicht mehr so kahl. Das hat mich vorher irgendwie gestört, dass sie hier so kahl war. Hier ist noch Holz. Ohne Ende. Perfekt. Eiche, Eiche, Eiche. Eiche rustikal. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Village. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.